Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Angies Welt. In meinem heutigen Video geht es um das dritte Trimester. Das dritte Trimester geht von der 29. bis zur 40. Schwangerschaftswoche oder wenn man überträgt auch mal bis zur 42. Schwangerschaftswoche. Wir fangen gleich mal mit den Symptomen an. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich die richtige Stelle gefunden habe, wie ich mich hinsetzen soll zum Filmen, weil man fühlt sich irgendwie ganz schön dick, zumindest ich. Der Bauch wächst und dadurch ist jede Position, als wäre man ein kleines Walross. Erst habe ich gedacht, liegt es am Bildausschnitt, liegt es am Outfit? Nein, man nimmt eben einfach zu. Jetzt im Video bin ich in der 36. Schwangerschaftswoche, weil man ja nicht genau weiß, wie lange hält der kleine Mann da drinnen durch? Wann gibt es das nächste Video? Macht man es lieber ein bisschen früher, aber jetzt wird man eben auch ein bisschen fülliger. Durch den wachsenden Bauch kann man natürlich nicht mehr so super schlafen. Ich hatte mir am Anfang ja schon ein Stillkissen geholt, einfach zum Lagewechsel, damit es einfacher ist. Am Anfang ist das noch ein Witz. Da denkt man ja schon, man schläft schlecht, aber jetzt zum Schluss. Ich war doch jemand, der dann etwas mehr auf dem Bauch immer gerne gelegen hat, aber das geht gar nicht mehr. Dreht man sich nach links, dreht sich der kleine Bauchbewohner nach links. Drehst du dich nach rechts, dreht er sich nach rechts. Er liegt also immer irgendwie da, wo man hin will und ist unzufrieden. Dann muss man 10.000 Mal in der Nacht zur Toilette, zum Pullern. Also schlafen ist überbewertet. Aber was ich gehört hatte, es soll einen ja darauf vorbereiten auf die Zeit danach, wenn das Kind da ist. Dass man dann schon vorbereitet ist, dass man dann auch nicht so viel am Stück mehr schlafen kann, sondern immer kleine Unterbrechungen hat. Und ich finde, das ist eine gute Vorbereitung jetzt schon. Dann stand in vielen Büchern, dass die Kindsbewegungen weniger spürbar wären. Ich finde aber, sie werden mehr spürbar. Denn es tritt, boxt, macht und tut und man sieht richtig kleine Dellen dann auch am Bauch. Also für mich war es eher, dass es mehr geworden ist. Im dritten Trimester hat man auch starkes Sodbrennen. Kleine Mahlzeiten helfen da, nicht so stark fettiges, vor allen Dingen auch abends nicht mehr. Und ein Glas kalte Milch hat mir geholfen vorm Einschlafen. Das war super. Es gibt natürlich ganz viele Medikamente auch dafür. Ich sag mal sowas wie Riopan oder Gaviscon-Gel. Schmeckt aber sehr gewöhnungsbedürftig. Im Notfall habe ich es auch mal genommen. Ist in der Schwangerschaft unbedenklich, aber immer mit dem Apotheker nochmal sprechen oder der Frauenärztin. Aber es schmeckt, wie gesagt, wirklich nicht so super. Man ist auch sehr kurzatmig. Der Bauch nimmt ja wie gesagt zu, dadurch drückt es alles ganz schön auf die Organe, das Kind. Es wird ja immer schwerer. Jetzt hat es zum Beispiel in der 36. Woche bei mir ja wahrscheinlich schon fast 3 Kilo. Beim letzten Mal, wo wir da waren, waren wir 34 und ein bisschen. Da wog er 2750. Also von dem her drückt er ja auf alles und da kriegt man auch schlechter Luft beim Laufen und überhaupt. Ab der 30. Woche können Senkwehen auftreten. Da rutscht das Kind dann weiter ins Becken runter. Es gibt natürlich die verschiedensten Lagen. Es gibt die Beckenendlage, dann liegt das Köpfchen oben. Die Querlage, dann liegt es von links nach rechts, also schief im Bauch drin. Oder die Schädellage, wo der Kopf unten ist. Das ist natürlich die optimale Lage. Und bei den Senkwehen rutscht dann der Kopf richtig tief rein. Beckenendlage gibt es in vielen Kliniken die Möglichkeit, auch die normal zur Welt zu bringen. Bei uns in Magdeburg hier ist es eher schwierig möglich und eine äußere Wendung wird manchmal empfohlen oder vorgenommen. Ich hatte lange Zeit eine Beckenendlage, war dann aber froh, wo er richtig lag, dass das gar kein Thema dann mehr war. Im dritten Trimester sind auch Übungswehen auf der Tagesordnung und das tut manchmal ganz schön weh. Es zieht dann und man fühlt sich einfach nicht wohl. Es gibt ganz viele Frauen, die merken gar nichts. Die wussten bis zum Schluss nicht, dass sie mal eine Übungswehe hatten, aber bei mir war es dann doch schon ganz schön eindrucksvoll. Man sollte sich dann wirklich, wie alles immer sagen, ein bisschen mehr ausruhen und mal einen Gang runterschalten. Nicht das ganze Haus putzen, sondern zwischendurch auch ruhig mal auf die Couch legen und mal kein schlechtes Gewissen haben. Musste ich mir auch 3-mal sagen, das dauert eine Weile, weil man ja doch einen bestimmten Anspruch hat. Man will alles schaffen, will nicht alles verändern und da muss man mit sich erstmal im Reinen sein, dass man sagt, es ist jetzt okay, es ist ja auch nicht mehr lang, man kann ruhig mal einen Gang runterschalten. Wenn die Senkwehen waren, merkt man es sehr, weil der Bauch natürlich nach unten rutscht und man bekommt wieder besser Luft und Sodbrennen wird auch wieder besser. Also ich habe das deutlich gemerkt und es war eine Erleichterung. Im dritten Trimester beginnt natürlich auch der Mutterschutz.
6 Wochen vor Entbindungstermin. Solltet ihr Magnesium in der Schwangerschaft genommen werden, empfiehlt man, dass man nur bis zur 36. Woche das nehmen sollte und danach nicht mehr. Da die Gebärmutter ja üben soll und Magnesium Wehen verhindert, wäre das ungünstig, es weiterzunehmen. Meine Hebamme hatte mir das so erklärt, das ist ja ein Marathon für die Gebärmutter, die Geburt. Und wenn die vorher nicht üben kann, könnte es sein, dass sie zur Geburt dann einfach schon außer Puste ist sozusagen und nicht so lange durchhält. Deswegen sind die Übungswehen ganz doll wichtig. Wichtig ist auch noch, bis zur 37. Schwangerschaftswoche werden die Kinder, die geboren werden, noch als Frühgeborenes bezeichnet. Ich habe mal den Standort gewechselt, nicht viel, ich bin nur ein Stückchen gelaufen, aber jetzt sitze ich ein bisschen bequemer. So an der Erde sitzen, zwar mit einer Sitzunterlage, ist nicht mehr ganz so super. Kommen wir wieder zum Video. Im dritten Trimester erfolgt dann auch der Geburtsvorbereitungskurs. Wir haben einen Schnellkurs gemacht, darüber habe ich auch ein Video gemacht. Mache ich euch hier oben mal das Infozeichen hin, könnt ihr draufklicken. Und wir hatten, wie gesagt, einen Wochenendkurs über 3 Tage mit Partner. Und deswegen, den fand ich super, dass er mitkommen konnte, hat auch nochmal zugehört, weil da ist so viel Information, das geht sonst an einen vorbei. Kurz nach dem Geburtsvorbereitungskurs habe ich meine Kliniktasche und Kreißsaaltasche gepackt. Man bekommt ja beim Geburtsvorbereitungskurs einen Zettel, wo drauf steht, was drin sein sollte. Ich habe mir auch nochmal ein paar YouTube-Videos angeguckt, was andere so mit reinpacken. Und da habe ich eben gesehen, eine Kliniktasche und eine Kreißsaaltasche, dass das eigentlich das Nonplusultra ist. Dazu folgt aber auch nochmal ein extra Video. Im dritten Trimester findet dann meist auch, wenn man es organisiert oder vielleicht als Überraschungsparty, die Babyparty statt. Oder Babyshower, wie sie es jetzt immer alle nennen, weil wir es alles verenglischen. Das macht richtig Spaß. Da sieht man nochmal seine Freundinnen, hat einen schönen Nachmittag oder Abend, je nachdem wie es geplant ist. Ich habe euch die Eindrücke festgehalten und zeige euch die gerne nochmal. Wenn man ein Fotoshooting haben möchte, sollte man sich vielleicht schon im zweiten Trimester damit befassen und jemanden kontaktieren, dass man es dann irgendwann im dritten Trimester, vielleicht ja sogar 6 Wochen vorher schon macht. Auch wenn der Bauch dann noch nicht die Endgröße erreicht hat, aber da fühlt man sich ja noch am wohlsten. Wir machen jetzt zum Beispiel noch morgen sogar den Gipsabdruck. Und darauf freue ich mich schon, da bin ich gespannt. Habe ich mir 2 kreative Köpfe eingeladen sozusagen. Mein Partner ist dabei und seine Mama. Weil ich habe zwar schon 10-mal zugeguckt, aber wenn man das Modell selber ist, weiß man ja nicht, wie es so funktioniert. Sollte man sich 4 bis 6 Wochen vor dem Entbindungstermin im Kreißsaal anmelden. Man geht dann alle Papiere durch, es wird dann die Anamnese gemacht, also es wird nochmal alles aufgenommen, was war in der Schwangerschaft, gab es irgendwelche Probleme. Man unterschreibt schon Aufklärungsbögen und hat ein Arztgespräch und kann dann auch schon absprechen, ob man irgendwelche besonderen Wünsche hat. Wir konnten uns somit gleich einen Eindruck vermitteln von der Hebamme und von dem Arzt und sind mit einem super Bauchgefühl dann nach Hause gegangen. Was ganz groß war im dritten Trimester, war der Nestbau. Also alles fertigstellen, Babybetten aufbauen, wenn nicht schon passiert, die Wickelkommode einrichten, die Sachen waschen. Also das habe ich jetzt alles gemacht. Bei uns ist auch noch so ein Bett, was noch nicht steht, weil wir haben uns entschieden, in der Stube einen Laufstall zu stellen. Habe ich mir ein Nestchen für bestellt, damit es nicht so groß ist und da so verlassen drinne liegt. Und das müssen wir noch aufbauen, auch damit man mal wechseln kann. Wenn der Partner, meiner hat ja Dienste, dann mal schlafen muss, dass ich mit dem Baby dann in eine Stube umziehen kann und damit es sich da aber auch geborgen fühlt. Dann noch ganz kurz Gedanken zur Geburt. Vielleicht macht ihr euch die schon ganz am Anfang, vielleicht auch erst am Ende. Ist Akupunktur was für euch? Ich mache das jetzt dann ab der 36. Woche, habe ich jede Woche Termin. Das soll für die Wehen besser sein und die Geburt leichter machen. Ich probiere es einfach, weil schaden kann es ja nicht. Auch kann man einen Geburtsplan erstellen, wobei meine Hebamme meinte, wenn man sich direkt einen Plan macht, wenn man wissen möchte, so soll es ablaufen, ist es schwierig, wenn der nicht erfüllt wird, dass dann die Erwartungen vielleicht verletzt werden, dass man traurig ist. Ich habe mir keinen erstellt, ich gehe da ganz locker eigentlich ran, sage ich mal.
und vieles einfach mit der Familie besprechen, mit dem Partner. Wen will man dabei haben? Vielleicht auch seine Mama oder beste Freundin und gar nicht den Mann. Das ist alles ja einem selber überlassen, aber wichtig ist darüber reden. Auch über Ängste und Gedanken. Ich hatte viel Gedanken und Ängste. Wie ist das, wenn ich zu Hause bin und es ist keiner da? Wer würde mich hinfahren? Wer würde mich abholen? Natürlich gibt es auch die Rettung, die man rufen kann. Aber das musste für mich geklärt sein in meinem Kopf. Da ich mir um das andere nicht so große Gedanken zurzeit noch nicht mache, wie es dann in der Klinik abläuft, weil da sind ja dann alle vor Ort und die helfen einem dann. Aber ich hatte wirklich Angst, platzt die Fruchtblase zu Hause? Ist es nachts? Wo ist man? Also da sollte man wirklich sich jemanden suchen und dem sich anvertrauen. So. Das war ganz schön viel im dritten Trimester, ist ja auch eigentlich die aufregendste Zeit, weil man langsam dem Ende nahe kommt. Und ich merke es jetzt auch, dass man dann eben aufgeregter wird und denkt, wie wird das dann alles? Wie kommt man nach Hause? Wie geht's ein? Also da schwirren tausend Gedanken im Kopf. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und weiter schön fleißig Videos guckt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!